Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Train Fever. Ja, für mich ist es nun etwa eine Woche her seit der letzten Aufnahme. Und ich weiß noch, dass wir ja hier letztes Mal unseren netten Güterbahnhof hier hingesetzt haben, wo wir das Sägewerk an die nächste Stadt anschließen wollten. Ja, das wäre hier Dinslaken, ja. Die Strecke haben wir ja soweit mal gelegt. Jetzt müssen wir bloß noch hier eine Verbindung von hier zu unserem Bahnhof ziehen, ja? Wie wäre denn der Vorschlag, wenn ich ihn direkt hinziehen möchte, ja? Okay. Okay, dann müssen wir hier wahrscheinlich. Ich mache mal Pause. Ja? Müssen wir wahrscheinlich die Haltestelle abreißen. Und die zwei Häuser oder drei besser gesagt. So, dann probieren wir mal hier rüber zu kommen. Okay, das geht. Hier geht's. Okay, da zieht jetzt hier eine kleine Schneise. Das ist aber nicht so schlimm. Würde mal sagen, machen wir nicht keine beschrankten, oder? Machen wir ganz mal die hier, oder? Ja. Würde ich schon sagen. Aber ich würde es gerne noch ein bisschen weiterziehen. Okay, das geht nicht. Das geht jetzt nur so. Okay. Okay. Okay, dann lassen wir das doch mal. Weil, ja, mir gefällt es halt nicht. Hier geht es wieder so extrem nach oben. Aber das Spiel sagt mir ja hier eben. Ja. Nee, das gefällt mir nicht so. Obwohl ich das ja so feier, wenn der Zug hier so durchfahren würde, ja, zwischen den Häusern. Nach rechts kann ich nicht, oder? Nee, das ist das Haus im Weg. Geh dann gerade so. Wo warst du denn jetzt hier? So. Ja, komm, ich glaube, wir machen es jetzt einfach mal. So. Geht's da steil nach oben? Das geht, ja. Das geht. Kommen wir gleich mal die Haltestelle da wieder hin, weil sonst verpennen wir das natürlich. Oh, das geht gar nicht mehr. Okay. So. Kommen wir hier hin, würde ich sagen. Die Route noch da, jawohl. Sehr schön. Und jetzt müssen wir hier noch. Gut, die Schneise. Ist jetzt mal egal, ja. Aber ich. Alter, das sieht ja. Wenn, da müssen wir mal nachher gucken. Wenn dann Zug durchrasselt, ja, wie das aussieht. Aber es sieht bestimmt geil aus, ne? Wir müssen jetzt hier. Geht's einfach mal aufs erste Gleis. Oh je, oh je, was macht er denn da? Okay, da müssen wir jetzt erstmal runter. Okay, also müssen wir etwa hier hin. So. Und dann muss ich gucken, wie viele Häuser wir abreißen müssen. Okay, wir müssten wahrscheinlich auch wieder das und das abreißen. Dann müssen wir hier gucken wegen der Haltestelle. Ob die uns nicht im Weg ist. Doch, natürlich. Natürlich. So. Fahren wir ja auch wieder schön zwischen den Häusern durch. Und die Haltestelle. Das
die Frage, packen wir die davor oder danach hin? Ich würde sie jetzt einfach mal davor hinpacken. Hier so, hier so. Ja, wunderbar. So, das wäre dann unsere Güterlinie. Neue Linie. Ah, halt, ich habe die Ladezeit noch gar nicht gemacht. Noch gar nicht geöffnet gehabt. So. Speichere ich kurz. YouTube-Aufnahme, jawohl. Und dann fahren wir von hier nach da. Bin mal gespannt, wie das hier läuft mit dem Spurenwechsel. Da müssen wir jetzt natürlich noch ein paar Signale aufstellen. Signale. Ah, hier. Jetzt muss ich mir kurz überlegen. Ja, wir machen einmal hier hin. Und hier hin. Und dann hier und hier. Wir haben ja hier eine Kreuzung mit dem Personenverkehr. Und das hier ist dann Güter Dienstlaken. Wunderbar. Dann könnten wir hier ja auch unseren Zug drauf schicken. So. Tja. Haben wir denn allgemein an Dampfloks? Fast gar nichts. Vor allem die kosten halt auch so viel, schaut euch das mal an. Ja, die würde weniger kosten. Wird halt bloß 100 und die kostet trotzdem mehr. Oh. Oh. Würde ich ja glatt die hier nehmen. Ja. 130. Was haben wir denn an Güterwägen da, die Güter transportieren können? Hier? Jawohl, 12. Okay, wir könnten auch Kohleteile hier nehmen, aber die transportieren doch, glaube ich, auch. Ja, nee, Holz und Bretter, ja, stimmt. Aber ich glaube, wir nehmen jetzt einfach mal diese Lok hier und hängen da Güter 12, was kann das noch? Plastik. Und hängen da mal ein von dem ran. Und jetzt habe ich kein Geld mehr, wie viel hat denn die Lok gekostet? Okay. Muss ich mal kurz laufen lassen. Damit wir Geld in der Kasse haben. Mal ein bisschen schneller. Nur Minus. Ja, noch ein bisschen mehr. 129. Jetzt habe ich wieder fast gar nichts.
ich würde noch einen würde ich gerne noch dranhängen, weil die Stadt. Der verbraucht bloß 25 und trägt. Er trägt nur Holz. Holz und Güter. Oh. Dann tun wir den hier weg. Wir machen ein paar von denen hier hin. 13. Würde ich schon 4 hinhängen. Güter. Vielleicht hier nochmal Güter. So, das ist dann das hier. Das läuft ja wunderbar. Halt. Wir gucken uns den Zug nochmal an. Ich glaube, das ist nicht Standard-Lock in Trade Fever. Für den Anfang kann man es lassen. Mal mitfahren. Ich würde dich gern wenden. Damit du hier Güter aufnimmst. Ja. Dann will ich sag das kurz an hier. Die Fahrt zwischen den Häusern. Wieder. Wenn dann nachher hier schwere Güterzüge durchrasseln, ja, das ist einfach nur geil. Wenn hier dann die Stadt noch ein bisschen ausgebaut hat, ja, hier noch und da und hier. Einfach nur geil, ja. So, hat es denn schon Verkehr dann nicht eingeschlagen? Warum auch immer jetzt an den Bahnhöfen Oberleitungen sind, ja, an meiner Singleplayer-Welt, da waren immer ohne Oberleitungen. Also, keine Ahnung, vielleicht habe ich was an den Einstellungen geändert. Ja, das kann sein. Das kann sein, dass ich an den Einstellungen was umgehe. Weil ich habe ja anfangs noch erzählt, wie heißt es denn jetzt, die Walddichte ein bisschen erhöht habe. Denn ich mag es so zum Beispiel, gerade wie jetzt, der Zug fährt einfach schön durch den Wald durch, ja. Und nicht einfach nur auf grüne Ebenen, ja. Das ist einfach, ich finde es einfach unrealistisch, muss ich ehrlich sagen. Und wir werden jetzt mal sehen. Okay, der Güterzug hat jetzt Vorrang. Der muss warten. Gut, ist jetzt halt so. Ja. Nächstes Mal ist vielleicht andersrum. Bin ich jetzt gespannt, ob der den einholt. Ja, okay. Wahrscheinlich nicht, weil. Weil wir gleich 120 fahren werden. Aber genau deshalb habe ich auch eigentlich. Wir könnten das aber eigentlich anders lösen. Ja, obwohl, wir haben ja noch. Ja, gut, wir haben ja auf jeder Linie bislang nur einen Zug. Ja. Ansonsten hätten wir das auch anders lösen können. Sondern Beispiel so wie auf der Straße, ja, so wie unser Güterzug jetzt gerade fährt in die Richtung, da wo der Triebwagen fährt in die andere Richtung. Werden wir später sicherlich auch noch machen, aber jetzt am Anfang, wenn wir bloß einen Zug haben, brauchen wir das natürlich nicht mehr. Da finde ich das so sogar sozusagen schöner, dass hier der Güterzug nicht auf dem gleichen Abschnitt fährt wie unser Triebwagen. So, da biegen wir nun ab in den Tunnel. Und kommen dann da hinten raus.
So, was mich jetzt noch interessieren würde, hat's denn. Oh, okay, es produziert schon mal mehr. Okay. Wir sehen was, 108 muss es jetzt produzieren. Also müssen wir mal schauen, ob wir auch genügend Holz anliefern. So, wie viel hast denn du dabei? Du hast 6. Und hier warten 12. Und 11 kannst du mitnehmen, das ist natürlich nicht so gut. Haben wir denn schon Möglichkeit, neue LKWs zu kaufen? Güter? Nein, okay. Wir da wahrscheinlich noch warten. Hier sehen wir die Güter. Alles noch bestens. Dann könnten wir uns mal überlegen, ob wir nicht gleich die nächste Stadt, die nächste Stadt wäre hier hinten. Wir haben aber wirklich hier an einem Eckpunkt der Map angefangen, ja. Ja, ich glaube, das war die größte Stadt, weil ich mich noch erinnere. Ja, Bruchsal immer noch mit seinen 8 Einwohnern. Jawohl. Zweitgrößte ist schon Wittlich. Die hier. Okay, schön. Oha. Oha. Schöne Hochhäuser schon hingebaut. Ich würde. Ne, würde ich nicht. Was ist denn hier? Warum fahren hier so viele LKWs hintereinander? Was ist denn das für ein. Egal. So, wo haben wir unseren Güterzug? Bin ich mal gespannt, wer grün bekommt. Okay, der hat schon grün, alles klar. Frage erledigt. Wie viel warten da schon? 7 Güter ist schon mal etwas. Unser Triebwagen macht es auch gut. 29, alles klar. Das passt eigentlich so, würde ich sogar sagen. Ja, der Güterzug ist vorbei. Der Triebwagen kann rausfahren. Sie werden sich sicherlich irgendwann mal blockieren, ja? Aber wir sehen ja, es läuft doch alles gut. Wir haben ja nur, wie gesagt, nur 2 Züge auf dieser kurzen Strecke. Wir sehen hier, 6 Minuten braucht der Güterzug sogar. Okay. Der Personenzug braucht bloß 4 Minuten. Okay, hier bei den Büssen. Könnten wir eigentlich noch einen dazu kaufen oder zwei? Ich würde mal sagen, einer reicht. Den hier, der hier war es, glaube ich. Linie zuweisen, Bus. So. Wir haben ja letztes Mal noch überlegt, ob wir nicht in der anderen Stadt auch nicht gleich eine Buslinie einrichten sollten. Sollten. Ja, ich tendiere immer noch dazu, ehrlich gesagt. So die. Okay, wir haben den Bahnhof eigentlich gut im Wohnviertel platziert. Wir könnten hier mal anfangen, eine kleine Route zu machen. Ich sage, halten wir hier und fahren hier nach hinten.
Dann hier zurück. Hier nochmal. Ja, und ihr könnt laufen. So. Neue Linie, das wäre dann. Oh, Dienstlaken, ja. Genau. Der Name hat mir gerade gefehlt. Bus Dienstlaken. Genau. Wäre von hier nach da, nach da. Dahin, dahin, dahin. Ja. Gut. Ich glaube, wir bauen hier gleich nochmal ein Depot für die Stadt. Den einfach mal hier hinbauen. So, und die Busse, die kaufen wir das nächste Mal. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.